ist der Letzte, der reingeht. Alle Pferde in den Boxen. Alle wieder draußen. Start zum ersten Rennenpreis der Hotz Elektro AG, Eltag AG und Quality Personal Service Zürich AG. Das Feld formiert sich. Mirina hat einen guten Start. Abrams Creek innen, dann kommt außen Enjoy Witch Eye. So kommt das Feld in den ersten Bogen, der in einer Runde dann der letzte Bogen sein wird. Abrams Creek vor Enjoy Witch Eye, dann ist Secret zur Stelle an dritter Position, dann Mirina, Gosha außen an der Seite von Play All Day, dann folgt Sir Vulcano am Schluss des Feldes hinter Weiwei. So kommt das Feld auf die erste von zwei Tribünenpassagen mit Abrams Creek in Braun und Weiß in Front. Innen durch macht Play All Day jetzt viel Boden gut, geht an zweite Stelle an die Seite von Abrams Creek. Abrams Creek lässt sich innen durch passieren von Play All Day. Play All Day mit Jenny Langhardt, dahinter Cecilia Schnieder mit Abrams Creek, dann folgt bereits Sir Vulcano mit Pablo Werder. Die haben innen durch da doch einiges an Boden gut gemacht. An der Seite von Enjoy Witch Eye ist es Sir Vulcano. Sir Vulcano innen, Enjoy Witch Eye außen. Jetzt kommt Mirina, aber Play All Day, die versucht sie jetzt von der Spitze aus. Mirina rückt an dritte Position auf. Gosha ist im hinteren Teil des Feldes, aber jetzt scheint der Vorsprung zu schmelzen hier von Play All Day. Abrams Creek führt das Feld wieder heran. Mirina macht einen sehr guten Eindruck. Gosha an zweitletzter Position wirkt jetzt nicht sonderlich zwingend für mich in diesem Moment, aber der Weg ist doch noch relativ weit und Mirina kentert jetzt hier an der Seite von Abrams Creek. Die gefällt mir von allen hier am besten im Moment. Vorne ist Abrams Creek zusammen mit Mirina. Mirina mit Cedric Arnois, innen Cecilia Schnieder mit Abrams Creek, der wieder anzieht. Gosha taucht jetzt an vierter Position auf. Abrams Creek, jetzt ist Mirina zur Stelle. Gosha versucht außen anzugreifen, aber Abrams Creek, jetzt geht er wieder richtig stark da. Und Gosha kommt nicht an Mirina heran für den Moment, aber vorne ist Abrams Creek und Abrams Creek, den schlägt hier keiner mehr. Abrams Creek mit Gosha an zweiter Position, aber Abrams Creek ist zu Hause. Abrams Creek, eine Demonstration, was hier Cecilia Schnieder mit Abrams Creek zeigt. Dann folgt Gosha, dann Mirina mit Sir Vulcano, dann Weiwei mit Secret, dann folgt Enjoy Witch Eye und Play All Day. Vor einer halben Runde noch in Front. Jetzt trudelt sie als Letzte ins Ziel nach der Pause. Tolle Vorstellung von Abrams Creek. Hier der vorläufige und unbestätigte Einlauf im ersten Rennen. Es gewinnt die Nummer 2 Abrams Creek mit Cecilia Schnieder. Auf dem zweiten Platz die Nummer 1 Gosha mit Clément Leroux und dritte die 6 Mirina mit Cedric Arnois. Die weiteren Klassierungen.